Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich sehr herzlich auch für die Einladung bedanken und darf dem Direktor Reinhard, der Simon und dem Ralf hier herzlich nochmal danken für den Kontakt. Und es freut mich sehr, dass ich hier in diesem Rahmen vor Ihnen als Archivarin sprechen kann. Denn wie bereits gesagt wurde, bin ich im österreichischen Staatsarchiv eben unter anderem für adelige Familienarchive zuständig. Und am 31. Mai 2021 trudelte bei mir eine Anfrage ein von einem gewissen Ralf Lange vom Centre de Documentation sur la Forteresse de Luxembourg. Da musste ich mal dann nachschauen, was mich ein bisschen schlau gemacht. Und wie ich das begonnen habe zu bearbeiten, konnte ich noch nicht ahnen, dass mich das 2,5 Jahre später hier in diesen Raum führen würde. Die erste Anfrage betraf die erwähnte Korrespondenz. Daraus hat sich sehr schnell ein reger E-Mail-Verkehr entwickelt. Es folgte die Übersendung von wirklich sehr, sehr vielen Scans nach Luxemburg. Und schließlich kam es im Oktober diesen Jahres zur Übergabe der Archivalien von unserem Haus hier in die Ausstellung. Damit komme ich dann zu meinem Vortrag, der ein bisschen weniger kolloquial und doch auch ein bisschen abgelesen sein wird. Ich werde in folgenden Ausführungen jetzt versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben über das relativ kurze, aber umso ereignisreichere Leben des Friedrich August Graf Harrach und damit auch gleichzeitig die Geschichte seiner Familie im frühen 18. Jahrhundert beleuchten. Der Titel des Vortrags, ein habsburgischer Amtsträger zwischen Barock und Aufklärung, ist weit gefasst, verdeutlicht aber damit auch die Entwicklung, die die Habsburger Monarchie in der Regierungszeit von Kaiser Karl VI. Und den frühen Regierungsjahren seiner Tochter Maria Theresia durchlief. Dieser Staatswerdungsprozess der Monarchie Austriaca begann unter Kaiser Karl VI. Auch die großen Maria Theresianischen Verwaltungsreformen Ende der 1740er Jahre hätten ohne jene Prozesse nicht stattfinden können, die bereits in der ersten Jahrhunderthälfte auf den Weg gebracht wurden. Die Übersiedlung des Friedrich August Graf Harrach und seiner Familie Ende des Jahres 1732 nach Brüssel war der Tatsache geschuldet, dass er als hochrangiger habsburgischer Amtsträger an den Hof der kaiserlichen Statthalterin der österreichischen Niederlande bestellt worden war. Die Monarchie Austriaca unter Kaiser Karl VI. Umfasste zu diesem Zeitpunkt ein sehr großes Länderkonglomerat, das allerdings im Hinblick auf Recht und Verwaltung auch stark zersplittert war. Entstanden war dieser Länderkomplex durch die Friedensschlüsse von Utrecht und Rastatt, die 1713 den Spanischen Erbfolgekrieg beendeten. Kaiser Karl VI. War als zweitgeborener Sohn eigentlich von seinem Vater Leopold I. zur Nachfolge in den spanischen Ländern bestimmt und darauf vorbereitet worden. Doch der plötzliche Tod seines Bruders Josef I. 1711 und seine eigene Krönung zum römisch-deutschen Kaiser setzten diesen Ambitionen ein Ende, da die großen europäischen Mächte der Zeit, neben Kriegsgegner Frankreich, namentlich die Seemächte England und Holland, keine habsburgische Dynastie in zwei Monarchien wünschten und sich daher der bourbonische Thronprätendent Philipp V. als König von Spanien durchsetzte. Karl VI. Erhielt im Gegenzug die europäischen Nebenländer der spanischen Krone, neben den sogenannten spanischen Niederlanden, die heute im Zentrum des Vortrags stehen, große Gebiete im heutigen Italien, wie etwa Mailand, Parma und Piacenza, sowie für einen kurzen Zeitraum auch Neapel und Sizilien. Auch wenn sich Karl VI. Persönlich schwer mit dem Verlust des spanischen Throns abfinden konnte, bedeuteten diese Gebietsgewinne für die Monarchie Austriaca eine erhebliche Gebietsausdehnung. Da dieser Zuwachs praktisch zeitgleich mit einem Länderzugewinn in Südosteuropa erfolgte, war er nun Herrscher eines Länderkonglomerats, das schon von Zeitgenossen mit dem Reich Kaiser Karls V. verglichen wurde. In den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts lebten mehr als die Hälfte der Untertanen der österreichischen Monarchie in den ehemals spanischen Territorien. Und dieser Bevölkerungsreichtum war sowohl von wirtschaftlichen wie auch von militärischem Vorteil. Gleichzeitig allerdings stellte der riesige Länderkomplex, der an allen Außengrenzen ständiger kriegerischer Gefahr ausgesetzt war, Karl VI. Vor herausfordernde militärische und administrative Probleme
und schon zu seinen Lebzeiten begannen etwa Teile der Gebiete auf dem Balkan wieder verloren zu gehen. Die ehemals spanischen Nebenländer verblieben zum Teil wesentlich länger unter habsburgischer Herrschaft und beeinflussten auf verschiedenen Gebieten die alten Erbländer. Die sich nun bietenden wirtschaftlichen Möglichkeiten am Mittelmeer und an der Nordsee erforderten neue Strukturen mit merkantilistischen bzw. kameralistischen Prinzipien. Und ganz allgemein verlangte die neue Situation nach verwaltungstechnischen und politischen Reformen und veränderte den Erfahrungshorizont und die Lebensweise einer ganzen Generation von erbländischen Adeligen, die in Politik und Militär Karriere machen wollten. Sie kamen durch Aufenthalte in den neuen Territorien in Kontakt mit neuen politischen, intellektuellen und administrativen Strömungen und sammelten Erfahrungen, die dann nach Wien und an den Hof zurückflossen. Das sind jetzt viele Bilder, ich werde dann versuchen, ein bisschen hinzuzeigen. Es geht nämlich jetzt um wirklich viele Mitglieder der Familie Harrach. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist mir bewusst. Dies gilt eben in besonderem Maße für die Familie Harrach, die im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts auch eine besonders prominente Stellung am Wiener Hof innen hatte und höchste Ämter besetzte. Der Aufstieg der Familie hatte bereits im 16. Jahrhundert begonnen und sich kontinuierlich fortgesetzt. Der Urgroßvater von Friedrich August, der Urgroßonkel von Friedrich August, Ernst Adalbert Graf Harrach, war als Kardinal und Erzbischof von Prag eine bedeutende Figur in der habsburgischen Kirchenrepublik der Gegenreformation. Den haben wir hier oben. Innerhalb der Familie kam dem Kardinal ebenfalls eine große Bedeutung zu, da er nach dem Tod seines Bruders Otto Friedrich die Erziehung von dessen einzigen Sohn Ferdinand Bonaventura I., der erste ist ja wichtig, weil es wird dann noch einen zweiten geben, dem Großvater von Friedrich August übernahm und dafür sorgte, dass dieser fundiert für eine politische und diplomatische Karriere vorbereitet wurde. Ferdinand Bonaventura I. zählte zu den engen Vertrauten von Kaiser Leopold I. und wurde von ihm mit schwierigen diplomatischen Missionen rund um den zu erwartenden Konflikt um die Nachfolge in der spanischen Monarchie betraut. Die Eheschließung von Ferdinand Bonaventura mit Johanna Theresia, Gräfin Lamberg, deren Vater ebenfalls ein Spitzendiplomat in kaiserlichen Diensten war, wirkte sich zusätzlich positiv aus. Nach seiner Rückkehr aus Spanien und dem gescheiterten Versuch, Erzherzog Karl als spanischen König einzusetzen, beendete Friedrich Augusts Großvater seine Karriere als Obersthofmeister von Kaiser Leopold I. Der Vater von Friedrich August, Alois Thomas Raimund, den haben wir jetzt hier, also das ist hier eine Generation, also hier haben wir sozusagen den Großonkel und den Großvater und hier Vater und die beiden Onkeln. Der Vater von Friedrich August, eben Alois Thomas Raimund, war der drittgeborene Sohn aus dieser Ehe und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Spanien. Auch er wurde als junger Mann mit einigen diplomatischen Missionen betraut, setzte seine Karriere dann aber vor allem in Wien und in ständischen und zentralstaatlichen Verwaltungsgremien fort. Ab 1715 hatte er als niederösterreichischer Landmarschall das höchste Amt der ständischen Verwaltung des Landes unter der Enns, also heute Niederösterreich, inne und war ab 1716 gleichzeitig Mitglied der Geheimen Finanzkonferenz, einem der wichtigsten Gremien des Hofes und der Zentralverwaltung. Heute würde man sagen, das Finanzministerium im Grunde. Alois Thomas Raimund ging insgesamt drei Ehen ein, die der Familie Harrach beträchtlichen Zuwachs an Vermögen und Grundherrschaften eintrugen. Als Friedrich August am 18. Juni 1696 als erstes Kind der zweiten Ehe von Alois Thomas Raimund mit Maria Cecilia, geborener Gräfin Tannhausen, in Wien zur Welt kam, weilte sein Vater gerade als Gesandter am sächsischen Hof. Aus diesem Grund war sein Taufpate, dem er auch seinen Namen verdankte, der ist nämlich nicht unbedingt sehr harachmäßig, der sächsische Kurfürst August der Starke, der spätere König von Polen. Friedrich August wurde noch am Tag seiner Geburt in der Schottenkirche getauft. Da seine Brüder aus der ersten Ehe seines Vaters bereits vor seiner Geburt verstorben waren, war er der Erstgeborene
und Nachfolger seines Vaters, als Oberhaupt der sogenannten Jünger Brugger Harrach-Linie. Der Name leitet sich vom Stammsitz dieser Linie, Schloss Brugg, in Brugg an der Leiter ab, das haben wir gerade gesehen. In den nächsten Jahren folgten Friedrich August 9 weitere Geschwister nach. 7 Brüder, von denen aber nur 3 das Erwachsenenalter erreichten, sowie 2 Schwestern. Gerade bei der Ausbildung der Söhne achtete der Vater sehr sorgfältig darauf, dass sie das nötige Rüstzeug für ihre künftigen Karrieren erhielten. Ab seinem 9. Lebensjahr wurde Friedrich August gemeinsam mit 2 seiner Brüder von seinem Onkel Franz Anton, den Fürsterzbischof von Salzburg, erzogen. Den haben wir hier gut erkenntlich als Erzbischof. Er sollte in die Fußstapfen des Vaters und Großvaters treten. Sein jüngerer Bruder Wenzel Leopold wurde zum Malteserritter bestimmt. Ein weiterer Bruder, Johann Ernst, wurde nach seinem theologischen Studium Auditor bei der Rota in Rom sowie Bischof von Neutra in Ungarn. Beide Brüder starben aber sehr früh. Nur dem jüngsten Bruder, Ferdinand Bonaventura II., war ein langes Leben beschieden. Da er aber 12 Jahre jünger als Friedrich August war, übernahm dieser bereits gemeinsam mit dem Vater die Planung und Aufsicht seiner Ausbildung. 1710 wurde Friedrich August an der Universität Salzburg immatrikuliert. Von 1715 bis 1718 unternahm er, wie es damals in hochadeligen Kreisen üblich war und wie es schon Vater und Großvater vor ihm gemacht hatten, eine adelige Kavalierstour, die ihn zunächst über Nancy nach Paris führte, wo er 8 Monate blieb. Danach reiste er über verschiedene Stationen im Reich weiter, in die Niederlande und nach Besançon und Lyon. Die letzte Station seiner Tour war in Rom und Neapel. Hier hielt er sich zwischen Jänner und März 1718 auf, bevor er nach Wien und an den Hof zurückkehrte, wo er seine politische und diplomatische Laufbahn begann, die sowohl von seinem Vater als auch von seinen beiden Onkeln, dem bereits erwähnten Franz Anton, dem Erzbischof von Salzburg, und seinem anderen Onkel Johann Joseph Philipp, dem späteren Präsidenten des Hofkriegsrates, vorbereitet worden war. Wie gesagt, da schauen wir auf die 3, die ihn sozusagen am Beginn der Karriere begleiten. Auch sozusagen als Vorbereitung der Karriere war eine vorteilhafte Eheschließung ins Auge zu fassen, die hatte die Familie auch bereits arrangiert. Und zwar heiratete er kurz nach seiner Rückkehr am 5. Februar 1719 Maria Eleonora von Liechtenstein. Seine Braut entstammte einer ausgesprochen wohlhabenden und am Wiener Hof sehr einflussreichen Familie. Der Vater von Maria Eleonora, Anton Florian, war zu diesem Zeitpunkt von Kaiser Karl VI. Gerade in den Reichsfürstenstand erhoben worden. Anton Florian hatte unter Kaiser Leopold I. als kaiserlicher Botschafter in Rom gedient, in der sehr kritischen Zeit kurz vor Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges, als es zu permanenten Konflikten mit dem französischen Botschafter und dem pro-bourbonisch gesinnten Papst kam. Nach seiner Rückkehr an den Wiener Hof war ihm die Erziehung von Erzherzog Karl, dem späteren Kaiser Karl VI., anvertraut worden. Diesem folgte er nach Spanien und wurde nach der Rückkehr Karls nach Wien in der Folge des Todes von Joseph I. von Karl VI. Dann schon zum Obersthofmeister ernannt. Damit gehörte er zum engsten Beraterkreis des neuen Kaisers und konnte die Karriere des Schwiegersohns ebenfalls kräftig fördern. Friedrich August war auf Betreiben seines eigenen Vaters bereits 1717 sowohl ein Posten in der niederösterreichischen Regierung, also wir haben schon gehört, der Vater ist niederösterreichischer Landmarschall, also hier soll er einsteigen, und auch im Reichshofrat zugesagt worden. Das ist auch ganz klassisch für alle hochadligen Amtsträger, dass man versucht, im Reichshofrat einen Posten zu bekommen. Das versucht die Familie Harrach, also auch Ferdinand Bonaventura II. Wird das auch machen. Da kann man dann die Juskenntnisse, die man erworben hat, auf der Kavalierstour gleich anwenden und legt sich Skills zu, die man dann später auf diplomatischen Missionen im Grunde weiterverwenden kann und für andere Posten dann später. 1720, nachdem er es gibt ein Alter, man muss 24 sein, das erreicht er 1720, dann kann er in den Reichshofrat eben auch eintreten. Und er tritt den Posten eben an. Der nächste einschneidende Punkt ist, 1721 im Februar stirbt seine Mutter,
über die ist grundsätzlich ganz wenig bekannt. Die spielt eigentlich kaum eine Rolle. Es gibt auch fast keine Korrespondenz. Interessant ist, was jetzt passiert. Der Vater heiratet nämlich zum dritten Mal und zwar gleich. Also die Mutter stirbt im Februar 21. Im Juni verheiratet sich der Vater wieder. Und das ist jetzt interessant für Friedrich August. Die dritte Ehefrau haben wir hier. Maria Ernestine, eine geborene Gräfin Dietrichstein und verwitwete Gräfin Gallas. Also auch hier sind wir ganz hoch oben im habsburgischen Adel. Und die beschert eben ihrer neuen Familie nochmals einen beträchtlichen Zuwachs an Geld und Gütern, weil sie sowohl aus ihrer Herkunftsfamilie als auch mit der Witwenschaft nach ihrem ersten Mann sehr viel geerbt hat. Das ist das eine, sie bringt also Geld mit, und das zweite ist das soziale Kapital, das sie mitbringt. Sie ist nämlich eben die Witwe eines kaiserlichen Diplomaten in Rom, und das hat der Mann ganz kurz nur ausgeübt, also 3 Wochen, aber nachdem er eben kaiserlicher Botschafter in Rom war, ist er Vizekönig von Neapel geworden. Das werden wir dann nochmal hören. Wir hatten schon eben das Vizekönigreich, das kurze habsburgische. Und diese damit, im Grunde mit den Ämtern, in die sie ihren Mann begleitet hat, ist sie im Grunde auch eine substanzielle Unterstützung für die Karriere ihres neuen Ehemanns und seiner Söhne. Und Friedrich August kannte seine neue Stiefmutter gut, da er sich während seines Aufenthalts in Rom 1718 bei ihr und ihrem damaligen Mann, dem Grafen Gallas, auch aufgehalten hatte. Hier ist eine ganz enge Verbindung, das werden wir dann später noch sehen in der Korrespondenz auch. Neben seiner Tätigkeit im Reichshofrat erhielt Friedrich August auch bald erste Gelegenheiten, als Diplomat Erfahrung zu sammeln. 1723 reiste er mit einer kaiserlichen Delegation zum Kongress von Cambrai. Danach wurde er auf eine Mission an den Hof in Turin geschickt. 1728, das ist jetzt sozusagen der erste große Sprung, erreichte er ein von ihm bereits länger angestrebtes Ziel, nämlich die Entsendung als kurböhmischer Gesandter zum Reichstag nach Regensburg. Eine seiner Hauptaufgaben war zu diesem Zeitpunkt, die Anerkennung der pragmatischen Sanktion durch die Reichsstände in die Wege zu leiten, was ihm auch gelang. Zur gleichen Zeit gelang auch seinem Vater ein erneuter Karrieresprung. Er wurde auf den prestigeträchtigsten Statthalterposten, den die Monarchie Austria zu diesem Zeitpunkt zu bieten hatte, berufen. Der Kaiser ernannte ihn zum neuen österreichischen Vizekönig von Neapel. Unter den Statthalterposten der Monarchie Austria hatte eben nur der in Neapel den klingenden Titel des Vizekönigs zu bieten. Da man dort, im Gegensatz zu den österreichischen Niederlanden, wie Sie ja wissen, davon Abstand genommen hatte, ein Mitglied der Dynastie auf den Posten zu setzen. Nach Neapel entsandte man, nach spanischem Vorbild, hochadelige Amtsträger. So weilten Vater und Sohn gleichzeitig fern von Wien, während Bruder bzw. Onkel Johann Josef, den haben wir hier in der Mitte, am Hof die Stellung hielten. Die Familienmitglieder blieben aber brieflich in engstem Kontakt und schrieben sich teilweise fast täglich. Dadurch, dass die Korrespondenzen praktisch vollständig im Familienarchiv erhalten geblieben sind, ermöglichen sie 300 Jahre später immer noch einen lebendigen Eindruck dieses Austausches und machen auch die familiären Beziehungen deutlich. Gestatten Sie mir jetzt ganz kurz, ich stehe ja hier doch als Archivarin vor Ihnen, einen Einschub über das Harachsche Familienarchiv, damit Sie auch ungefähr sich vorstellen können, von welcher Menge an Materialien wir hier eigentlich reden. Das Familienarchiv hat einen Umfang von fast 2 Kilometern, Laufkilometern. Das ist für ein Familienarchiv ziemlich groß, ist auch bei uns im Staatsarchiv eines der größten Familienarchive. Zeitraum 13. bis 20. Jahrhundert. Er liegt als Depot im österreichischen Staatsarchiv, was eben heißt, es gehört der Familie Harrach noch. Es ist bei uns nur verwahrt im Archiv und kann bei uns im Lesesaal eben auch studiert werden. Die Familie ist aber Eigentümer und wir sind auch in sehr gutem Austausch immer wieder. Wenn man sich jetzt anschaut, wir reden hier, wenn man es eben in Kartons umrechnet, die Sie da sehen, das sind fast 5000 Kartons. Dazu gibt es noch etliche Handschriften, Stammbäume, Pläne. Es ist also wirklich, die Harachs haben alles aufgehoben. Also man kann praktisch von der Küchenrechnung bis zur diplomatischen Relation hier alles sehen.
Es gibt sogar, sie haben auch ihre Nabelschnüre aus dem 18. Jahrhundert aufgehoben zum Teil. Das ist relativ singulär auch für ein adeliges Archiv. Und wenn wir jetzt, also es gibt ungefähr, ich habe gesagt, sie schreiben sich also täglich, also ungefähr 900 Archivkartons sind nur Korrespondenz. Wenn wir zu Friedrich August zurückkehren, der hat 165 Archivkartons allein für sich und davon sind 135 Kartons nur Korrespondenz. Also die Dimensionen sind weit gefasst und er wird, also die Korrespondenz wird eifrig beforscht, aber wenn jemand noch kommen möchte, es ist noch genug übrig. Also wir freuen uns immer, wenn weitere Leute die Korrespondenz beginnen zu studieren. Es bleibt noch viel übrig. Damit kehren wir also vom Archiv wieder zurück zu Friedrich August. Diese wichtige Position, die er eben innerhalb der Familie hat, sieht man eben an der Korrespondenz. Und dafür habe ich jetzt ein Beispiel ausgesucht, eben in der Zeit, wo er in Regensburg ist. Und Vater, Stiefmutter und der Bruder sitzen eben in Neapel. Und sie schreiben ihm alle drei. Das sieht man hier. Sie schreiben ihm ganz regelmäßig, aber der Inhalt ist doch im großen Maße unterschiedlich. Und das Interessante daran ist, an diesen Briefen sieht man eben die verschiedenen Rollen, die er auch inne hat. So, da sieht man sie noch ein bisschen besser. Der Vater schreibt ihm wirklich teilweise täglich und der adressiert ihn im Grunde als Politiker und Diplomat. Da geht es primär um die politischen Probleme, die die Habsburger Monarchie in der Zeit hat, wie die Familie da auch, welche Rolle die Familienmitglieder spielen, wie man da intervenieren kann, was sich tut. Ich habe Ihnen die drei hier abgebildet. Eben, hier sieht man den Vater. Der schreibt immer Französisch. Das ist auch ganz interessant, auch die Sprachen wechseln nämlich. Alle drei schreiben sie ihm eigenhändig. Das ist ganz interessant, also hier der Vater eh relativ schön zu lesen. Der schreibt ihm mehr oder weniger, jetzt reg dich nicht auf, dass du den Posten in Regensburg bekommen hast, brauchst nicht schreiben, dass das eine Galea ist, weil die wirkliche Galea ist in Neapel, wo ich jetzt bin. Und außerdem, etwas, was jetzt gleich noch kommen wird, brauchst dich auch deshalb nicht aufregen, weil für deine finanzielle Situation ist es eh gut, wenn du den Posten in Regensburg hast. Sein Bruder, wie gesagt, 12 Jahre jünger und noch in Ausbildung, ist in der Korrespondenz vor allem bestrebt, den Bruder zu melden, was er jetzt alles studiert. Der schreibt ihm dann, welche Bücher er liest und was er gemacht hat und beteuert auch ganz eifrig, dass er zum Beispiel an den Abendunterhaltungen am Vizekönigenhof eben nicht teilnimmt. Also der schreibt dann, ja, bei der Vizekönigin war jetzt Kartenspiel, aber ich war natürlich nicht dort, ich bin schlafen gegangen. Also um brav zu melden, was er hier tut. Und das Dritte ist, also der schreibt ihm auch auf Französisch, der soll auch ganz sicher üben, die Sprache. Und hier haben wir eben die Stiefmutter, besagte Maria Ernestine. Die schreibt ihm immer auf Deutsch. Die hat auch die schrecklichste Handschrift von den dreien, was eher sichtlich ist. Hat wohl damit zu tun, dass Frauen einfach nicht so eine gute Ausbildung bekommen haben. Also man weiß von ihrer Ausbildung ganz wenig. Ich habe die Briefe für meine Dissertation verwendet. Die waren wirklich eine Herausforderung. Also es ist nicht nur die Schrift, es ist auch zum Teil die Sprache selber, es ist ein sehr dialektal gefärbtes Deutsch und man plagt sich wirklich durch. Was hier spannend ist, natürlich geht es da geht es dann um die Familie primär, sie schreibt auch ein bisschen über die Probleme in Neapel, aber ungefähr ein Drittel dieser Korrespondenz bei den Briefen aus Neapel geht es eigentlich nur um seine Schulden. Er hat nämlich pausenlos welche, obwohl er so gut geheiratet hat und obwohl er eigentlich gute Posten hat. Und die Stiefmutter, wie erwähnt, ist also sehr reich gewesen, bezahlt also seine Schulden immer wieder oder muss sich beim Vater für ihn einsetzen, damit, also der regt sich ständig eben drüber auf und sie besänftigt dann den Vater immer wieder. Das kommt auch recht schön raus. Also die Beziehung zwischen den beiden muss recht eng gewesen sein. Das ist auch recht interessant. Und wie gesagt, man sieht hier sehr schön, finde ich, nebeneinander, wie sich das abgespielt hat. Neben der Stiefmutter, die eben die Schulden bezahlt, macht es auch seine Frau, wie erwähnt. Die Mitgift war beträchtlich. Die Frau ist aber nicht nur pekuniär natürlich wichtig, sie spielt auch für seine Karriere eine wirklich große Rolle.
Denn in den Zeiten, wo er eben für kürzere diplomatische Missionen nicht da ist, vertritt sie ihn am Hof. Das ist auch immer wieder, wird jetzt erst erforscht, die Frauen vertreten ihre Männer, sowohl am Hof als auch, wenn sie auf diplomatischen Posten sind, der Mann muss weg, ist sie als Botschafterin dann auch, vertritt sie den Ehemann. Also man darf das nicht unterschätzen, die wichtige Rolle, die die Frauen da haben. Also wir sind vor einer Zeit eben der Beamten und da hat es weniger, also das Geschlecht spielt weniger eine Rolle als der soziale Status, also als hochadelige Amtsträgerin, hochadelige Amtsträger. Ist man da, also hatten die Frauen wirklich das Pouvoir, auch ihre Männer zu vertreten, interessanterweise. Was sie auch noch macht, natürlich, ist das, weswegen die Ehe ja auch geschlossen wird, sie sorgt für Nachwuchs. Das tut sie ausgiebig. Sie bekommt, also die Ehe ist 1719, also zwischen 1720 und 1740 bekommt sie fast jährlich ein Kind. Gut, sie musste natürlich, also sie hat die Kinder bekommen und dann hat wer andere die Erziehung übernommen. Es tut mir jetzt leid, gerade sie ist hier im Pfalz drinnen, aber man sieht hier also einen Großteil der Familie. Insgesamt sind es also 16 Kinder. Regensburg ist sozusagen, war der erste Karriereschritt, jetzt gehen wir zum zweiten über. Mit der Erfolg, den er in Regensburg hatte, durch die Verhandlung auch der pragmatischen Sanktion, das spielt eine Rolle, aber er hat vor allem das Glück, 1733 wechseln zwei andere Amtsträger ihre Dienstposten und damit kann er nachrücken. Und zwar sein Vater Alois Thomas Raimund kommt endlich aus Neapel weg, da jammert er den Kaiser, glaube ich, 3 Jahre lang an, also wegen des schlechten Klimas und sein Gesundheitszustand. Im Grunde will er auch zurück nach Wien, weil er Angst hat, wenn er zu lange weg ist aus Wien, ist das schlecht auch. Also er kann zurück nach Wien. Auf ihn folgt dann, also es kommt ein neuer Vizekönig. Das ist ein italienischer Adeliger, ein Conte Visconti Borromeo Arese. Und der ist eben vorher Obersthofmeister bei der kaiserlichen Statthalterin der österreichischen Niederlande, Erzherzogin Maria Elisabeth. Visconti fährt nach Neapel und Friedrich August bekommt den Posten in Brüssel als Obersthofmeister. Zu verdanken hat er den Posten vor allem der Protektion des Prinzen Eugen, damals noch eine ganz wichtige Figur. Der war bereits seit langen Jahren ein mächtiger und kenntnisreicher Patron der Familie Harrach. Er schlägt Friedrich August vor und er setzt ihn gegen den erbitterten Widerstand anderer Hofparteien durch. Also veranlassen Friedrich August und Maria Eleonore eine Übersiedlung Ende des Jahres 1732 nach Brüssel. Noch auf der Reise, hier sind wir wieder beim Kinderreichtum, vergrößert sich die Familie durch die Geburt von Zwillingen auf einem Schiff am Rhein. Deshalb sind die zwei Buben als Rheingrafen bezeichnet worden. Das sieht man hier, das sind die zwei. Haben beide auch gut überlebt, sind recht alt geworden, haben auch Karrieren gemacht. Also die Geburt am Schiff hat ihnen offensichtlich nicht weiter geschadet. Insgesamt reist die Familie dann mit 9 Kindern nach Brüssel. 5 weitere kommen dann noch in Brüssel zur Welt. Also 1740 ist dann Schluss. Friedrich August tritt also den neuen Posten an am 26. Jänner 1733. Von Beginn seiner Tätigkeit an sah sich da mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Mit ihm vollzog sich ein Generationenwechsel. Er war über 30 Jahre jünger als sein Vorgänger, Visconti war schon sehr alt, und auch ein Jahrzehnt jünger als die Statthalterin. Wie seine Vorgänger sollte er aus Wiener Sicht eine Kontrollfunktion gegenüber der Statthalterin ausüben. Damit gemeint war, also vom Kaiser selbst und auch von der Zentralbehörde in Wien, das ist der sogenannte höchste Rat der Niederlande oder Conseil Suprême des Pays-Bas. Gleichzeitig aber hatte er gerade im höchsten Rat der Niederlande ärgste Widersacher. Wie erwähnt, er hatte seine Ernennung der Protektion des Prinzen Eugen zu verdanken und die aus dem Conseil hätten gerne eine ihrer Protégés eben auf diesen Posten gesetzt. Gleich zu Beginn seines Amtsantrittes ist das dringendste Problem für ihn der akute Geldmangel beim Militär. Damit sind wir praktisch hier angelangt. Der führt dazu, dass die Versorgung der kaiserlichen Truppen, die Instandhaltung der Festungen
und die Ausbezahlung von Sold an die Soldaten kaum möglich war. Das ist zum Zeitpunkt seines Antritts am Beginn des polnischen Erbfolgekriegs in einem Territorium so nahe an Frankreich natürlich ausgesprochen gefährlich. Und gleich zu Beginn seines Aufenthalts ist es die Festung Luxemburg, die ihm besondere Sorgen bereitet. Und hier haben wir wieder, das ist also mein zweites Beispiel der Korrespondenz, das ist sehr schön abgebildet. Sie haben in der Ausstellung dann auch alles Weitere und die vielen, vielen Korrespondenzen. Ich habe jetzt ausgesucht, einmal Prinz Eugen, nicht eigenhändig, der ihm schreibt, wir sind im Mai 1733 und der schreibt ihm, ja, der Majestät ist eben vornehmlich die Sicherheit von Luxemburg angelegen. Das haben wir. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber hier kann man zumindest Luxemburg angelegen sein. Also hier sieht man das schön. Gleichzeitig, und das ist das Interessante dran, schreibt er natürlich seinem Vater weiterhin. Hier sind wir also ein bisschen früher, Ende Juli 1733. Und da ist genauso die Festung Luxemburg ein Thema. Das habe ich Ihnen jetzt deshalb hingetan, weil das ist einmal Friedrich August eigenhändig. Vorher haben wir also alle anderen Familienmitglieder gesehen, das ist er. Es ist ganz interessant, dass er sehr ähnlich wie sein Bruder schreibt. Eine sehr schöne Handschrift, wenn man bedenkt, wem er aller schreibt. Auch interessant ist, das habe ich zuerst nicht erwähnt, die Familie pflegt also einen mehrsprachigen Austausch brieflich, also Deutsch und Französisch oder gemischt zum Teil auch. Was spannend ist, auch in den französischen Briefen, wenn es um familiäre Angelegenheiten geht oder wenn was ist, was man ein bisschen geheim halten will, was ein Tratsch vom Hof ist, wird es auf Deutsch geschrieben immer. Das sieht man da, also das ist jetzt nichts besonders Bösartiges, aber da geht es eben drum, ne? Da geht es darum, der Vater ist zurück aus Neapel und alle finden, dass er eh so gut ausschaut und sich Gott sei Dank erholt hat von Neapel. Und da streut er das mit den allerhöchsten Herrschaften ein, da ist auf Deutsch. Es ist ein bisschen tricky manchmal, weil das wirklich im Fluss ist und man manchmal sehr genau hinschauen muss, welche Sprache da eigentlich ist. Und auch hier wieder ganz am Schluss geht es wieder um Luxemburg. Da schreibt er nämlich, die Festung Luxemburg ist die einzige, die er gut bemannen konnte. Und davor hat er auch Lob aus Wien bekommen. Aber grundsätzlich sucht er nach Lösungen für die Finanzprobleme der österreichischen Niederlande. Das gesamte Finanzwesen war seiner Ansicht nach unübersichtlich organisiert und die Kassen waren leer. Die marode Finanzlage war auch ein immer wiederkehrendes Thema in seinen offiziellen Relationen nach Wien, die sind jetzt nicht im Familienarchiv, und in seinen Briefen an den Prinzen Eugen und seinen Vater, wo er wesentlich expliziter zum Teil wird. Da beklagt er sich über die schwierige Situation und schildert ausführlich seine Schwierigkeiten mit den Verantwortlichen. Seiner Meinung nach nämlich waren alle wichtigen Positionen, etwa zitiert er das Conseil des Finances, die Chambre des Comptes, überall wo es ums Geld geht, mit Personen besetzt worden, die durch Ämterkauf oder Protektion aus der Entourage der Statthalterin ernannt worden waren, aber keinerlei Befähigungen hatten, seiner Meinung nach. Damit kämpft er die ganze Zeit während seines Aufenthalts. Die Erzherzogin schätzte ihren Obersthofmeister und sein Ringen um Reformen. Etwas, was ihr aber angelegen war, unterstützte er nicht. Er unterstützte sie nicht in ihrer Kirchenpolitik. Er war ein Kritiker der Jesuiten und stellte sich aktiv gegen ihr scharfes Vorgehen gegen jansenistische Strömungen und war der Meinung, dass die Erzherzogin in ihrem jesuitischen Beichtvater, dem gesteht sie zu viel Einfluss zu. Dass Friedrich August tatsächlich progressiven bzw. wirklich frühaufklärerischen Strömungen zugewandt war, illustriert unter anderem die Korrespondenz des ihm nahestehenden Gelehrten Franz Christoph Scheib mit dem Leipziger Professor und Schriftsteller Johann Christoph Gottsched. Daher doch der Titel der Amtsträger zwischen Barock und Aufklärung. Friedrich August ist ein früher Aufklärer. Das wird auch weiter zu untersuchen sein. Da gibt es mittlerweile auch neue Korrespondenzen und da, glaube ich, wird noch einiges kommen. Als 1737 kurz die Ablöse der Statthalterin zur Debatte stand, der Karl VI. Eine Versorgung für seinen Schwiegersohn, Franz Stephan von Lothringen, benötigte, wäre das durchaus im Sinn von Friedrich August gewesen. Prinz Eugen ist nämlich gestorben und nach dem Tod von Prinz Eugen war Franz Stephan an seine Stelle als Förderer der Familie Harrach gerückt.
Durch das Ableben des letzten Medici in Florenz konnte Franz Stephan dann aber Großherzog der Toskana werden, wie bekannt ist. Maria Elisabeth verblieb auf ihrem Posten. Allerdings verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand stetig, was dazu führt, dass sie immer mehr Amts- und Regierungsgeschäfte an Friedrich August abgibt. Und als Maria Elisabeth am 27. August 1741 starb, wurde er dann zum Interimsstatthalter ernannt. Das wäre eigentlich als Karrieresprung ja durchaus gut gewesen. Er hat aber nicht viel Freude dran. Also die Freude währt überhaupt nicht lang. Es gelingt ihm nämlich nicht, seine Reformpläne wirklich zu implementieren, und aus Wien kommt auch keine Unterstützung. Dagegen hat er hier dann mächtige Gegner, unter anderem den Herzog von Arnberg, dem als Generaltruppenkommandant weitreichende Befugnisse zukamen. Zermürbt durch diese ständigen Konflikte bittet er bei Maria Theresia dann um seine Abberufung. Die wird ihm auch gewährt, da bereits feststeht, dass Maria Theresia ihren Schwager Alexander Leopold von Lothringen gemeinsam mit ihrer Schwester, Erzherzogin Maria Theresia, Mariana, als Statthalter einsetzen wird. Ein weiterer Grund, warum er zurück nach Wien will, ist, dass sein Vater Alois Thomas Raimund 1742 gestorben ist. Er ist jetzt damit Familienoberhaupt, das ist auch ein Grund, zurückzuwollen. Und er hat, das ist, gilt für alle adeligen Amtsträger im 18. Jahrhundert, er sieht seine Statthalterfunktion natürlich immer noch als Sprungbrett für einen hohen Posten am Hof. Die Hoffnung erfüllt sich auch, er kehrt nach Wien zurück. Maria Theresia beruft ihn als Mitglied der Geheimen Staatskonferenz. Das ist wirklich der engste Beraterkreis. Er wird ein sogenannter Konferenzminister. Sein Vater war ebenfalls Konferenzminister gewesen. Sein Onkel Johann Josef, wir erinnern uns, ist in dem Zeitpunkt Hofkriegsratspräsident, gehört diesem Gremium ihm auch an. Sein jüngster Bruder Ferdinand Bonaventura, der in Neapel noch in Ausbildung war, hat inzwischen auch seine Karriere weiter fortgesetzt. Der ist dem Vater in der Position des mächtigen niederösterreichischen Landmarschalls gefolgt. In diesem Amt vertritt Friedrich August den Bruder auch, denn auch der hat diplomatische Abwesenheiten. Friedrich August selbst wird auch von Maria Theresia als Diplomat wieder eingesetzt. Im Dezember 1745 verhandelt er einen Friedensvertrag mit Preußen für sie. Und im selben Jahr, das ist jetzt sozusagen der letzte Karriereschritt, wird er als Oberstkanzler an die Spitze der böhmischen Hofkanzlei bestellt. Das ist an sich ein hoher Posten, mit dem Problem, dass diese Behörde aufgrund der großen Gebietsverluste in Schlesien im Zuge des österreichischen Erbfolgekriegs bereits an Bedeutung eingebüßt hat. Trotzdem erzählt als oberster böhmischer Hofkanzler zu den gewichtigen Persönlichkeiten am Kaiserhof. Freilich, durch den Tod von Karl dem VI. Und dem Ausbruch des österreichischen Erbfolgekriegs hatten sich die Machtverhältnisse am Wiener Hof deutlich verschoben. Maria Theresia hatte die Berater ihres Vaters übernommen, doch ein Teil von ihnen war schon relativ alt und verstarb, wie eben Alois Thomas Raimund. Und zu dem Zeitpunkt, wo Friedrich August zurückkommt, hat Maria Theresia einerseits ihren Ehemann Franz Stephan von Lothringen als ihren engsten Berater, und die drei wichtigsten Personen rund um sie sind einmal Wenzel Anton Graf Kaunitz, Friedrich Wilhelm von Haugwitz und Johann Christoph von Bartenstein. Wie aus den Namen ersichtlich, kein Mitglied der Familie Harrach mehr. Und Graf Haugwitz arbeitet bereits an einer neuen Organisation der staatlichen Verwaltung. Das sind die berühmten Reformen, die dann ab 1749 schlagend werden, das, was man eben kennt. Und dafür will er den ständischen Gremien weitgehend die Befugnisse entziehen. Friedrich August wird dann zu einem prominentesten Opponenten dieser Reformpläne. In einer Sitzung der böhmischen Hofkanzlei im Jänner 1748 präsentierte er ein ständefreundliches Reformprojekt, das aber zugunsten des Haugwitschens Vorschlags verworfen wurde. Und als Konsequenz der danach eingeleiteten Behördenumstrukturierung wurde die böhmische Hofkanzlei im August 1749 aufgelöst. Hier stehen wir wirklich an der Kippe. Hier kommen jetzt kommt die Maria Theresianische Behördenstruktur, die dann weiter wirken wird. Und eigentlich wäre es jetzt interessant, was wäre gewesen, wenn Friedrich August weitergelebt hätte. Das Problem ist, einen Monat später, im Juni 1749, verstirbt er. Sehr überraschend nach einer kurzen, aber schweren Krankheit,
auch im Alter von nur 49 Jahren. Das ist wirklich, das bleibt interessant, was gewesen wäre, hätte er noch länger gelebt. Er hat seinen Vater damit wirklich nur um 7 Jahre überlebt. Wenn man aber schaut auf seine lange und erfolgreiche politische und diplomatische Karriere, die vielen Posten, die er hatte im Heiligen Römischen Reich, in der Monarchie Austriaker, gewinnt man eigentlich den Eindruck eines deutlich längeren Lebens. Man fragt sich auch wirklich, wann er Zeit hatte, die vielen Briefe zu schreiben. Seine Ehefrau überlebt ihn um einige Jahre. Von seinen 16 Kindern leben zum Zeitpunkt seines Ablebens noch 9. Er hat auch familiär vorgesorgt. Sein erwähnter jüngster Bruder Ferdinand Bonaventura II. Wird seine Nichte Friedrich Augusts älteste Tochter Maria Rosa heiraten. Damit hat er pekuniär vorgesorgt. Der ganze Wohlstand der Familie bleibt sozusagen zusammen durch diese familiäre Ehe. Und das Geld der erwähnten Stiefmutter Maria Ernestine ist damit auch langfristig gebunden. Aus der Ehe sind keine männlichen Nachkommen hervorgegangen, was eigentlich nicht weiter überrascht. Also das Ehepaar bekommt überhaupt erst 20 Jahre nach der Eheschließung Kinder, die überleben. Also es überlebt überhaupt nur eine Tochter. Daher ist es sein Sohn, Ernst Guido, den hatten wir ganz am Anfang auch, der als Familienoberhaupt jetzt die Familie fortsetzt. Er ist auch der letzte Harrach im 18. Jahrhundert, der noch hohe Aufgaben bei Hof und in der Verwaltung innehat. Danach muss man auch sagen, die Zeitenwende war doch, hatte sich geändert. Im 19. Jahrhundert ist die Familie Harrach immer noch eine Adelsfamilie, die geachtet wird, aber bei Hof ist sie im Grunde abgemeldet. Also die konzentrieren sich dann eher auf die Verwaltung ihrer Güter, auf die Broteindustrie, die sie da installieren. Haben natürlich noch Ämter bei Hof, aber als Politiker und Diplomaten treten sie dann nicht mehr hervor. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass Friedrich Augusts Profil diese Funktionselite des frühen 18. Jahrhunderts darstellt, also seine Karriere. Die habsburgischen HerrscherInnen, muss man in dem Fall sagen, es ist ja auch Maria Therese, benötigten diese Gruppe von hochadeligen Amtsträgern, um in einer Zeit vor den weitreichenden staatlichen Konsolidierungsmaßnahmen ihre Herrschaft über heterogene und dezentral verwaltete Gebiete jeweils adäquat zu behaupten und zu festigen. Luxemburg und die österreichischen Niederlande stehen in diesem Kontext also unmittelbar neben ungarischen Bistümern, einem süditalienischen Vizekönigreich und der donauösterreichischen Ständerepräsentanz. Und damit darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, liebe Pia, für diesen tollen Vortrag. Damit darf ich die Diskussion eröffnen und um Fragen bitten, direkt hier vorne. Vielen Dank für den Vortrag. Es gibt in Tschechien, im Riesengebirge, wo der Ort Spindlermühle ist, da gibt es ein Dorf, das Harrach heißt. Bezieht sich das auch auf die Familie? Ja. Heute dafür bekannt, auch es ist eine Skisprungschanze, eine große. Ja. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Führung, bei der ein heute österreichischer Militäroffizier dabei war. Und er lief hinten am Porträt von Wilhelm Reinhard von Neipperg um die Ecke und er starrte kurz und hielt kurz inne und sagte, was macht denn der Harrach hier? Und seine erste Bemerkung darauf war, die haben doch den Wagen gestellt
in dem Franz Ferdinand 1914 erschossen wurde. Inwiefern kontrastiert diese Bemerkung eine verlustige Bedeutung am Hof im 19. Jahrhundert? Ich fürchte, das funktioniert. Ja, bestens. Ich würde sagen, in dem Fall gar nicht. Also, man muss jetzt dazu wissen, Harrach war nicht mit, es war nur das Auto in Sarajevo. Und es war nur deshalb, weil es gab eben einen Automobilclub von adeligen Offizieren und die haben dieses Auto gebraucht und mitgenommen. Es war eigentlich ein reiner Zufall, dass das Auto mitkam. Weder war Harrach so bedeutend, noch war er im Kreis um Franz Ferdinand. Also wie gesagt, das war eher ein Zufall. Aber es ist etwas, was man auch kennt. Man kann es auch anschauen im Heeresgeschichtlichen Museum mit Blutfleck noch am Polster. Es gehört den Harrachs auch nicht mehr. Sie haben es, ich glaube, hergeschenkt, schon sehr früh. Also es gehört heute im Museum. Es ist schon so, die Familie ist nicht nur auf ihren Gütern, sondern sie bleibt natürlich, also es gibt die Kämmererwürde weiterhin. Es gibt auch zu Ende des 19. Jahrhunderts eben, es gibt viele Güter in Tschechien. Sie betätigen sich dort auch ein bisschen politisch. Also einer der letzten, Otto Graf Harrach, da sind wir schon an der Wende zum 20. Jahrhundert, ist auch wieder politisch ein bisschen aktiv. Aber die Rolle, die sie hier haben, also die Hochzeit der Harrachs ist das frühe 18. Jahrhundert und der Kaiser, die zwei Kaiser, die ihnen nahestehen, sind Leopold I. und Karl VI. Unter Josef I. sind sie abgemeldet. Das ist auch ganz interessant. Für sie zum Glück reagiert Josef I. nicht lange, aber in der Zeit kriegen sie den Fuß auch nicht gut am Boden. Das ist auch ganz interessant. Der Aufschwung kommt erst wieder, wie Karl VI. Kaiser wird. Also das ist auch ganz spannend. Ja, vielen Dank, Pia, für diesen Ritt durch die Familie Harrach des 16., 17., 18. Jahrhunderts. Weil du vorher meintest, auf die Rolle der Frauen am Wiener Hof hingewiesen hast, wollte ich fragen, ob du etwas über die Rolle von Frau Harrach in Brüssel weißt, also was so ihre offiziellen Funktionen waren, was sie da wahrgenommen hat, oder war sie da, soweit wir wissen, quasi wirklich die Mutter und Ehefrau, falls du dazu irgendwas weißt? Also da bin ich jetzt nicht Spezialistin, ehrlicherweise. Ich habe mich eben mit der Stiefmutter eher beschäftigt. Ich glaube aber schon, also die treten hier als Arbeitspaar auf, ganz sicher. Und ich glaube auch, dass sie ihn auch vertritt. Also was ist, sie reist schon vor ihm an und beklagt sich, also da gibt es einen Briefwechsel, sie beklagt sich auch bei ihm am Anfang, also sie findet die Leute schwierig, sie kommt mit der Stadt am Anfang nicht gut zurecht, es klappt nicht mit der Möblierung. Es ist auch am Anfang die Frage, welches Palais sie beziehen. Also da gibt es Contra Tempi, das beschreibt sie mir auch relativ genau. Aber sie hat dann offensichtlich sehr gute Kontakte später zu den adligen Familien hier. Und nein, ich würde das durchaus als arbeitsbar sehen. Also sie. Ich glaube auch, dass auch das ist, wenn er absent ist, er ist dann ja auch in Wien wieder zurück oder ist immer wieder weg. Und ich glaube, sie vertritt ihn da auch. Das müssten wir jetzt genauer schauen, aber nein, nein. Also sie sitzt nicht nur zu Hause und kriegt Kinder. Danke, das hätte mich auch gewundert. Wir haben ja auch einige Studierende heute Abend unter uns, die ich jetzt hemmungslos ins Rampenlicht stelle. Gibt es da vielleicht noch Fragen? Gibt es vielleicht heutzutage noch offizielle also nicht Vorfahren, sondern Leute, die von der Haracher Familie noch heutzutage leben? Ja,
Also es gibt die erwähnte Bruckerlinie existiert noch. Man hat den einen Herrn Harrach mit Mütze auch am Foto gesehen. Der hat ein bisschen eine, man kann jetzt sagen, ist die Frage, ob er eine andere Richtung eingeschlagen hat. Der war österreichischer Vize-Staatsmeister im Rallyfahren. Also er reitet nicht mehr, aber er fährt Auto. Sehr rasant und durchaus erfolgreich. Hat auch einen Rennstall, also eben in Bruck an der Leiter. Und ist jetzt gerade dabei, er hat jetzt geheiratet, hat Kinder bekommen, also hier, das haben wir gerne im Archiv, weil es ist immer ein Depot und wir haben einen Vertrag, der nicht regelt, was passieren würde, wenn die Familie ausstirbt, das ist immer schwierig. Also das ist jetzt gesichert. Und was er als Projekt jetzt hat, er renoviert Schloss Bruck. Er hat also beim Land Niederösterreich jetzt um Geld angesucht. Das wird eines meiner Projekte jetzt im Jänner sein. Mit ihm hat sich angemeldet bei mir, weil er muss jetzt eine Ausstellung machen. Also der Staat zahlt nur, wenn er das Schloss öffnet. Also das nächste Mal, wenn mich jemand besuchen kommt, können wir also in Schloss Bruck vielleicht mehr anschauen als die Annengalerie im Sommer. Nicht bei. Die hatten nämlich mal, das hat der Direktor Rainer nicht dazu gesagt, es war nicht nur eiskalt, wie gesagt, wir hatten Jänner, die haben auch keinen Strom dort praktisch. Also die Annengalerie gerade noch, sonst gab es dort keinen Strom, es war dann schon später Nachmittag, es wurde immer finsterer. Ja, war eine Erfahrung. Ja, Rallyefahrer, Verbrechen, starke Frauen, Geschichte. Wie muss man sich anstellen, wenn man mehr über Harrachs erfahren möchte? Ab ins österreichische Staatsarchiv. Wie gesagt, 900 Kartons Korrespondenz warten auf Sie. In Deutsch, Französisch, Italienisch, glaube ich, gibt es auch ein bisschen Latein. Sie sind herzlich eingeladen. Das ist das perfekte Schlusswort. Aber es gibt in Graz auch das Café Harrach. Ich glaube, es gibt auch eine Harrachstraße, oder? Ja, genau. Wenn keine weitere Frage mehr ist, das Österreichische Staatsarchiv ist in Wien, den Weg dahin finden Sie bestimmt, dann würden wir Ihnen danken für Ihre zahlreiche Anwesenheit, ein frohes Fest wünschen, einen guten Rutsch und spätestens bis nächstes Jahr im Februar zum Vortrag von Franz Pichoner aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien.